Neue Woche, neue KI-News. Die wichtigsten Neuigkeiten im Bereich KI schauen wir uns in diesem Video an. Unter anderem werden wir uns DALL-E 3 anschauen. Das ist der Nachfolger von DALL-E 2 und ich kann schon mal so viel verraten. Die ersten Tests zeigen, dass DALL-E 3 das beste Tool werden wird, um Bilder zu erstellen. Microsoft hat diese Woche einige Sachen vorgestellt, wie KI in ihre eigenen Produkte integriert werden kann. Google Bard hat ein neues Update erhalten. Amazon baut künstliche Intelligenz in den Sprachassistenten Alexa ein. YouTube hat eine Menge neuer KI-Tools angekündigt und die ersten Unternehmen dürfen das KI-Modell Google Gemini benutzen. All diese News und viele mehr schauen wir uns in diesem Video an. Starten wir direkt mit DALL-E 3. OpenAI hat diese Woche DALL-E 3 angekündigt. DALL-E 3 soll deutlich besser werden als die jetzige Version DALL-E 2, die ehrlich gesagt eher durchschnittliche Ergebnisse liefert. Aber wie wir hier in den ersten Sneak Peeks schon sehen, mit DALL-E werden sehr coole Bilder erstellt werden können. Ab Oktober wird DALL-E 3 für alle ChatGPT Plus und ChatGPT Enterprise Nutzer verfügbar sein. Und ich kann kaum darauf warten, das Ganze benutzen zu dürfen. Und das Spannende ist, man wird DALL-E 3 direkt in ChatGPT nutzen können. Schauen wir uns direkt mal ein paar Beispiele an. Hier sehen wir ein Bild, das mit Hilfe von DALL-E 3 erstellt wurde. Und wir sehen auch den Prompt, mit dem das Ganze realisiert wurde. Wie wir sehen, der Prompt ist relativ einfach, also nicht wirklich detailliert und so weiter. Und das Bild soll natürlich ein Witz sein, aber ich finde, es ist sehr gut rübergebracht. Und dass man sowas mit nur einem Prompt erstellen kann, das kann wirklich einiges verändern. Auch die Funktion, dass DALL-E 3 hier Text generieren kann, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Weil Midjourney zum Beispiel kann mit Text momentan überhaupt nicht umgehen. Auch die anderen Beispiele, die wir hier direkt am Anfang sehen, sehen sehr, sehr cool aus. Hier sehen wir nochmal einen direkten Vergleich zwischen DALL-E 2 und DALL-E 3. Beide wurden mit dem gleichen Prompt kreiert, und zwar mit diesem Prompt hier. An expressive oil painting of a basketball player dunking, depicted as an explosion of a nebula. Und hier sehen wir, dass die Qualitätsunterschiede wirklich massiv sind. Der Basketballer rechts sieht unglaublich aus, finde ich, ziemlich abstrakt. Und links ist das Ganze eher einfach gehalten und man kann nicht so viel erkennen. DALL-E 3 wird direkt in ChatGPT eingebunden. Und ChatGPT verbessert direkt die Prompts, die man eingibt. Man muss also nur ChatGPT sagen, was für ein Bild man haben will. Und ChatGPT sucht den besten Prompt, um das Bild bestmöglich darzustellen. Und damit wird dann das Bild kreiert. Also Prompts sind bei DALL-E 3 nicht so wichtig wie zum Beispiel bei Midjourney. Hier sehen wir nochmal ein Beispiel von einem Prompt. Und zwar, my 5-year-old keeps talking about a super duper sunflower hedgehog. What does it look like? Und dann werden hier schon direkt 4 Ergebnisse ausgegeben. Der Prompt, da ist eigentlich fast gar nichts enthalten außer super duper sunflower hedgehog. Und dann hat ChatGPT die Arbeit gemacht, um einen Prompt zu suchen, damit das Ganze bestmöglich dargestellt wird. Und wie wir sehen, die Ergebnisse hier sind auch sehr cool geworden. Das Ganze wird, wie gesagt, im Oktober erscheinen und ich freue mich schon, damit Bilder kreieren zu können. Natürlich werde ich das Ganze nochmal ausführlich vorstellen, sobald das Ganze verfügbar ist, und ein extra Video dazu machen, wo ich das Ganze vorstelle und erkläre. Falls du das Ganze nicht verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Microsoft hat den Microsoft Copilot angekündigt und der soll ein Everyday AI Companion werden, also quasi ein persönlicher KI-Assistent für jeden Tag. In diesem Tweet sehen wir schon mal einige Beispiele, was dieser Microsoft Copilot alles machen kann. Und zwar kann Microsoft Copilot ein Word-Dokument in eine ganze PowerPoint-Präsentation verwandeln. Das kann wirklich sehr viel Zeit sparen in sehr vielen Bereichen und ich bin auch gespannt, das Ganze zu testen. Ebenso können Excel-Dateien visualisiert werden in Datengrafen. Sowas ähnliches kann man ja mit ChatGPT auch schon machen, wenn man die Code-Interpreter-Version benutzt. Aber dass sowas dann direkt in Microsoft möglich ist, das ist auch wirklich sehr, sehr cool. Und was noch alles möglich ist, das erfahren wir dann, wenn das Ganze wirklich erscheint. Im November soll das Ganze für alle Microsoft 365 Nutzer verfügbar werden. Jedoch muss man dafür dann auch zahlen. Und zwar ist ein Preis von $30 pro Monat für Zugang für die ganzen Features geplant. Wir müssen einfach abwarten, was für Features da genau kommen und wie genau man sie anwenden kann. Und dann kann sich das Ganze vielleicht auch lohnen. Laut dem stellvertretenden Premierminister des Vereinigten Königreichs entwickelt sich künstliche Intelligenz zu schnell, sodass die Regulierungsbehörden damit nicht Schritt halten können. Und er fordert, dass es international mehr Zusammenarbeit geben soll, um potenzielle Risiken zu mindern. Dabei geht er unter anderem darauf ein, dass KI schneller voranschreitet, als es die meisten, so auch politische Entscheidungsträger, unterschätzt haben. Im November wird ein KI-Sicherheitsgipfel stattfinden, um internationale Regulierungen zu diskutieren. KI wird auch im Journalismus immer mehr eingesetzt, jedoch äußern viele Nachrichtenorganisationen Bedenken über die ethischen Implikationen und die Auswirkungen davon auf die redaktionelle Qualität. Und zwar machen sich laut einer Befragung über 60% der Journalisten darüber Sorgen. Circa 3/4 der Nachrichtenorganisationen haben angegeben,
dass sie KI in der Produktion nutzen. Und die meisten Journalisten befürchten auch, dass KI immer mehr Aufgaben in ihrem Job übernehmen wird. Und das ist wieder ein weiterer Beruf, in dem KI sehr viele Aufgaben übernehmen kann und noch mehr übernehmen wird. Das ist an sich nichts Neues, aber jetzt haben wir das Ganze auch schwarz auf weiß mit einer Umfrage bestätigt bekommen. Hier haben wir einen kleinen interessanten Fakt über ChatGPT. Und zwar wurde hier der Originalprompt herausgefunden, mit dem ChatGPT trainiert wurde. Zumindest im iOS-System. Schauen wir mal kurz rein. Hier steht, you are chatting with the user via the ChatGPT iOS app. This means, most of the time your lines should be a sentence or two. Unless the user's request requires reasoning or long-form outputs. Das bedeutet, ChatGPT wurde zumindest in der iOS-App darauf trainiert, kurze Antworten zu geben. Und das bedeutet wiederum, wahrscheinlich zumindest, dass OpenAI dadurch erreichen will, dass weniger Antwort insgesamt gegeben wird, was auch bedeutet, dass sie weniger Kosten haben. Was wiederum dazu führt, dass einige Nutzer von ChatGPT dadurch denken können, dass ChatGPT insgesamt schlechter wird. Es ergibt natürlich Sinn, dass OpenAI die Kosten so gering wie möglich halten will. Und wie man sieht, wurde das Ganze im Base-Prompt von OpenAI auch festgehalten. Jedoch lässt sich das ganz einfach umgehen, indem man eben angeben will, dass man längere, ausführlichere Antworten bekommen will und dann werden die Antworten auch besser. Die EU arbeitet gerade an der Gesetzgebung für den AI Act. Dabei werden Grenzen und Regulierungen festgesetzt, die für künstliche Intelligenz gelten. Jedoch sind die Meinungen für diesen AI Act sehr zwiegespalten. Einige Leute sagen, es braucht KI-Regulierungen, um die Risiken von KI einzudämmen. Andere sagen, die Regulierungen können schädlich sein für die europäische Wirtschaft. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat auch gedroht, falls dieser AI-Act zu streng ausfällt, dass sich OpenAI aus Europa zurückziehen würde. Und das wäre auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Da könnte man hier in Deutschland auch kein ChatGPT zum Beispiel mehr benutzen. Und das wäre auf jeden Fall nicht gut für Europa. Jedoch ist es so, dass ein guter Mittelweg gefunden werden muss, um KI-Regulierungen einzusetzen, weil an sich Sam Altman unterstützt ja auch Regulierungen für künstliche Intelligenz, also er ist auch insgesamt dafür. Jedoch dürfen die nicht zu streng ausfallen, sodass sich Unternehmen aus Europa zurückziehen. Das wäre auf jeden Fall nicht gut für den Wirtschaftsstandort Europa. Die EU stellt eben gerade die Regeln für KI auf und das Ganze soll dann 2025 in Kraft treten. Google Bard hat ein neues Update erhalten und das hat einiges verändert. Es gibt jetzt einige neue Funktionen in Google Bard und zwar kann man mit anderen Google Services interagieren. Man kann zum Beispiel direkt in Google Bard mit Google Flights Flüge buchen, man kann direkt in Google Bard mit Google Hotels Hotels buchen, man kann in Google Bard YouTube-Videos abfragen, man kann mit Google Bard auf Google Maps zugreifen, man kann auf Google Docs zugreifen und auf Gmails. Das heißt, man kann sich beispielsweise Informationen aus seinen E-Mails rausholen, direkt in Google Bard und man kann jetzt auch mit Google Bard Antworten double-checken. Das bedeutet, wenn eine Antwort gegeben wurde, kann man das Ganze nochmal überprüfen lassen und dann werden für jede einzelne Aussage nochmal Quellen gesucht, die die Aussage belegen, die Google Bard gemacht hat, sodass das Risiko, dass falsche Antworten gegeben werden, auf jeden Fall deutlich reduziert wird. Ich werde die einzelnen Features jetzt nicht genau nochmal vorstellen, ich habe das bereits in einem extra Video gemacht. Das verlinke ich dir mal hier auf dem i in der Einblendung. Und wenn du sehen willst, was Bard alles kann und wie genau das Ganze funktioniert, dann schau dir doch gerne das Video an. Hier auch eine spannende News und zwar wird getestet, wenn verschiedene Large Language Models untereinander interagieren, ob die Genauigkeit insgesamt besser wird und bessere Antworten gegeben werden können. Ein Team vom MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory hat das Ganze getestet und eine Strategie vorgestellt, wo mehrere Large Language Models untereinander interagieren. Und durch diesen Ansatz, dass sie miteinander interagieren können, ist die Konsistenz der Antworten deutlich gestiegen. So werden weniger falsche Antworten gegeben und die Leistung wird insgesamt erhöht. Mit der Methode können sich Large Language Models quasi von selber selbst verbessern und am Ende auch bessere Antworten geben. Fast täglich werden neue KI-Produkte in China vorgestellt. Jetzt warnen aber Investoren, dass es zu diesem Hype auch eine Marktbereinigung gibt. Das heißt, dass es steigende Kosten und steigenden Profitdruck für die Unternehmen gibt und das Ganze könnte tragfähige Geschäftsmodelle beeinflussen. In China gibt es nämlich 130 verschiedene Large Language Models. Das bedeutet, 40% aller Large Language Models kommen aus China. Bei uns hört man meistens nur von Large Language Models aus den USA, wie Google Bard, wie Claude 2. Aber die großen Unternehmen in China wie Tencent, Baidu oder Alibaba haben auch alle ihre eigenen Large Language Models. Wie sich das Ganze in China zukünftig entwickeln wird und ob wir in Zukunft vielleicht auch chinesische Large Language Models benutzen, darauf können wir gespannt sein. Mit ChatGPT kann man ganz einfach in wenigen Stunden ganze Bücher schreiben. Und Amazon hat darauf jetzt reagiert und das Ganze beschränkt. Das bedeutet, man kann pro Tag nur in Anführungszeichen 3 Bücher auf Amazon veröffentlichen.
Und das soll eben dazu beitragen, dass die Qualität der Inhalte, die veröffentlicht werden, sichergestellt wird. Letzte Woche hat Amazon schon angekündigt, dass KI-generierte Inhalte auf Amazon markiert werden müssen, also dass Autoren angeben müssen, wenn sie Hilfe von ChatGPT zum Beispiel in Anspruch genommen haben, um ihr Buch zu schreiben. Und diese Woche ist jetzt der nächste Schritt erfolgt. Man kann nur noch 3 Bücher pro Tag veröffentlichen. Der Gründer und CEO von Stability AI hat eine Zukunftsprognose gewagt und laut ihm gibt es in 5 Jahren keine Programmierer mehr. Das ist erstmal eine ziemlich mutige Aussage, jedoch stützt er seine Behauptung auf Daten von GitHub und diese Daten sagen, dass bereits heute 41% des gesamten Codes, der geschrieben wird, nur mit Hilfe von KI generiert wird. Und das ist seiner Meinung nach Anlass genug, um die Prognose zu wagen, dass es in 5 Jahren gar keine Programmierer mehr geben wird. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine kontroverse Aussage, aber keiner kann in die Zukunft schauen. Trotzdem ist es sicher, dass KI wahrscheinlich auch immer mehr Arbeit, die Programmierer heute machen, übernehmen wird. Aber dass es in 5 Jahren wirklich gar keine Programmierer mehr geben wird, das bezweifle ich. Vor einigen Monaten gab es einen offenen Brief von verschiedenen KI-Koryphäen und bekannten Personen wie zum Beispiel Elon Musk oder der Co-Gründer von Apple Steve Wozniak, die in einem offenen Brief gefordert haben, dass für KI ein Entwicklungsstopp für 6 Monate eingelegt werden soll. Das haben damals über 30.000 Unterstützer unterschrieben, jedoch wurde das Ganze nicht umgesetzt und Überraschung, es wird immer noch an KI geforscht. Es ist zwar so, dass viele von den Geschäftsführern von KI-Unternehmen privat das Ganze eigentlich unterstützen, jedoch sind sie aufgrund des Wettbewerbs dazu gezwungen, auch weiter zu forschen, weil ansonsten erleiden sie einen herben Rückstand in der KI-Entwicklung. Und das bedeutet am Ende eben, keine Firma legt eine Pause ein, sondern alle forschen weiter an KI. Es wird zurzeit sehr viel über KI-Regulierungen und so weiter diskutiert, jedoch stellt sich die Frage, ob sich das Ganze überhaupt regulieren lässt. Es ist natürlich so, dass die Firmen und auch die Länder zu den ersten gehören wollen, die KI weiter vorantreiben. Und dann hätten Länder, die sich nicht an die Regulationen halten würden, natürlich am Ende einen Vorteil vor anderen Ländern, die sich an die Regulierungen halten würden. Es besteht also die reale Gefahr, dass sich Länder über diese Regulierungen hinwegsetzen und trotzdem weiter an KI forschen. Und deswegen ist es eben fraglich, dass künstliche Intelligenz ganzheitlich reguliert werden kann. Amazon hat eine erweiterte Version vom Sprachassistenten Alexa vorgestellt und diese Version ist jetzt mit 9 KI-Skills versehen. Das bedeutet, Alexa kann ab jetzt komplexere Zusammenhänge verstehen und insgesamt soll Alexa noch smarter werden. Man wird dann auch komplette Routinen mit Alexa per Sprachbefehl erstellen können. Zum Beispiel, wenn man sagt, Alexa, schalte jeden Morgen um 8 Uhr das Licht an, spiele Weckmusik für mein Kind in seinem Schlafzimmer und schalte die Kaffeemaschine ein, wird das jeden Tag passieren, da muss man das nicht extra einprogrammieren. Das Ganze startet erstmal in den USA, aber wird dann in naher Zukunft bestimmt auch zu uns kommen. Amazon arbeitet für diese Features mit sehr vielen anderen Firmen schon zusammen. YouTube hat neue KI-Tools angekündigt. Und das soll die Produktion für Creator einfacher machen. Es soll unter anderem ein AI Insights Feature geben. Das bedeutet, dass Videoideen generiert werden für Creator aufgrund dessen, was sich die Zuschauer anschauen. Es soll ein generatives KI-Tool kommen namens Dream Screen. Damit sollen Hintergründe für YouTube Shorts erstellt werden können. Es soll einen Assistenten geben, der Musik zu Videos vorschlagen kann. Und es soll auch ein Tool kommen, das Videos direkt in andere Sprachen übersetzen kann. Also hier können wir auch gespannt sein auf die Zukunft. Hier kommen auch einige KI-Anwendungen von YouTube auf uns zu. Ein Funfact am Rande: KI-Sprachmodelle können mithilfe von menschlichen Ermutigungsphrasen wie Take a deep breath and work step by step verbessert werden. Also es können bessere Antworten generiert werden, wenn man so etwas eingibt. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, aber auch ein bisschen lustig, finde ich. Das haben Google DeepMind-Forscher herausgefunden und mithilfe solcher Phrasen haben Large Language Models bessere Ergebnisse in der Mathematik erzielen können. Intel hat bei der Intel Innovation Veranstaltung neue technologische Fortschritte vorgestellt. Dazu gehört natürlich auch KI. KI wird insgesamt jetzt in vielen Produkten von Intel eingesetzt. Und da können wir auch in Zukunft gespannt sein, welche KI-Chips rauskommen und wie viel besser die Leistung sein wird und wie uns das Ganze beeinflussen wird. Die ersten Unternehmen bekommen Zugriff auf den KI-Sprachgenerator Gemini von Google. Und das Ganze soll zu einem ernsthaften GPT-4-Konkurrenten werden. Und Gemini soll am Ende sogar selbstständig Probleme lösen können. Momentan bekommen erstmal nur ein paar Unternehmen Zugriff auf Gemini. Und Gemini soll Google im KI-Rennen wieder ganz nach vorne bringen. Es gab nämlich schon Berichte, dass Gemini nicht nur Worte und Sätze bilden kann, wie andere Large Language Models, sondern dass Gemini sogar eigenständige Entscheidungen treffen kann, wenn sich Situationen verändern zum Beispiel. Googles Gemini soll das Reinforcement Learning mit einem Large Language Model verbinden. Und das Ganze wäre dann eben das erste seiner Art.
Und sonst soll Gemini insgesamt all das können, was ChatGPT auch kann. Wir können uns also auf die Veröffentlichung in der Zukunft freuen. Und dann sehen wir, ob Google schlussendlich auch mit OpenAI und Microsoft mithalten kann. Das war's soweit mit den wichtigsten KI-News für diese Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast wieder einiges dazulernen können. Wenn dich alles Mögliche im Bereich KI interessiert und du jede Woche wieder neue KI-News sehen willst, dann lass gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Das würde mich sehr freuen. Anbei findest du noch die KI-News der letzten Woche. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.